Also, es gab vermehrt Berichte über synthetische Cannabinoide im gestreckten Cannabis, von welchen ein erhebliches gesundheitliches Risiko ausgeht. Und inwiefern könnten die von uns im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen, wie die Entkriminalisierung des Anbaus von bis zu 3 Cannabispflanzen und die Durchführung von Drug-Checking dieses Risiko minimieren? Also ich kann zunächst bestätigen, dass es eine erhebliche Gefahr gibt auf dem Schwarzmarkt durch gestreckte Ware, behandelte Ware in unterschiedlicher Ausprägung. Das war auch vor den synthetischen Cannabinoiden schon so. Und ich möchte nochmal betonen, dass die Legalisierung, die Regulierung des Marktes die einzige wirklich durchschlagende Lösung dafür ist, also eine vernünftige Verbraucherschutz, Qualitätskontrolle und so, wie wir das eben bei anderen legalen Produkten auch kennen. Nun sind wir noch nicht so weit und die vorgeschlagenen Maßnahmen sind da tatsächlich auch ein Schutz für die Konsumenten. Nicht nur, dass sie eben vor Strafverfolgung geschützt werden, sondern eben auch vor diesen gefährlichen Waren, die da auf dem Markt unterwegs sind. Einerseits betrifft das den Eigenanbau, wo natürlich logischerweise dann die Konsumenten selber die Kontrolle darüber haben, über die Qualität ihrer zu konsumierenden Güter. Und dann sicher sind, dass sie da nicht irgendwie was untergejubelt kriegen. Also diese neuen synthetischen Drogen haben da eine ganz neue Dimension. Die sind nicht erkennbar für die Konsumenten, die sind nur im Labor erkennbar. Es gibt auch keinerlei Selbsttests, die die Leute machen können, weil es eben in sehr geringen Dosierungen auch wirksam ist. Und insofern, da man nichts erkennt, auch unter dem Mikroskop nicht. Und da ist dann Drug-Checking tatsächlich auch die zweitbeste Lösung, dass man das breit anbietet und wirklich jedem Konsumenten die Möglichkeit gibt, irgendwo das einschicken zu lassen, verdächtige Proben untersuchen zu lassen, um sich dann eben vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen. Ich möchte mal betonen, die synthetischen Cannabinoide, die da jetzt den Konsumenten untergejubelt werden, können tödlich sein im Gegensatz zu Cannabis selbst, was nicht tödlich sein kann. Insofern haben wir da eine ganz neue Dimension von Gefährdung und da sind eben Eigenanbau und Drug-Checking sinnvolle Maßnahmen nach Legalisierung, was die sinnvollste Maßnahme wäre, um dem irgendwie zu begegnen. Und beim Eigenanbau vielleicht noch kurz der Hinweis, was ich ja immer wieder höre, dass Politik sagt, wir wollen ja gar nicht die Konsumenten jagen, die wollen wir entkriminalisieren und die sind ja angeblich auch entkriminalisiert und wir wollen nur die Händler jagen und da die sehen wir als Gefährder an. Ja, die Händler gefährden Gesellschaft, nicht die Konsumenten. Und wie Herr Stöver schon gesagt hat, 80% der Strafverfahren sind gegen Konsumenten. Und gerade der Eigenanbau wäre eigentlich der entscheidende Schlüssel dafür zu sagen, die Konsumenten können damit ihren Umsatz aus dem Bereich rausnehmen, keine illegalen Strukturen mehr unterstützen und ja eben sich selbst auch aus der Strafverfolgung rausnehmen. Also Eigenanbau wäre eine super Maßnahme, was das angeht. Dealer jagen, nicht Konsumenten jagen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Es geht nochmal um die Möglichkeiten der Harm Reduction bei Drogenkonsumräumen und Drug-Checking-Angeboten. Und da ist meine Frage, wie kann aus Ihrer Sicht für diese Instrumente der Schadensminimierung ein rechtssicherer Betrieb gewährleistet werden? Herr Wurth. Um das rechtssicher zu gewährleisten, müssen wohl tatsächlich Bundesgesetze verändert werden. Das wird ja auch im Antrag ausgeführt, dass also die Juristen sich nicht einig sind, inwiefern jetzt nach jetzigem Stand der Dinge eigentlich schon Drug-Checking möglich ist. Das wird ja von einigen Gutachtern tatsächlich auch so beschrieben. Und es ist so ähnlich wie bei den kommunalen Modellprojekten zur Cannabisabgabe, dass da im Prinzip das BfArM ja eigentlich mit politischer Vorgabe die Anträge ablehnt. Und mit einer anderen politischen Konstellation, einem anderen Gesundheitsminister vielleicht, da die Genehmigung möglich wäre. Aber eine Feststellung im Gesetz wäre dann natürlich unabhängiger von der entsprechenden Beeinflussung sozusagen oder von der politisch gefärbten Entscheidung im BfArM und könnte dann im Prinzip die Entscheidung über solche Projekte wissenschaftlicher machen beziehungsweise klarere Entscheidungsstrukturen hervorbringen. Und ja, beim Drug-Checking muss halt einfach festgelegt werden, dass sowohl diejenigen, die die Substanzen analysieren und annehmen zur Analyse und weitergeben und so weiter, dass die alle im Prinzip da keine Straftat begehen.
Und dann soll es auch relativ einfach möglich sein. Wenn ich schon mal dabei bin bei den kommunalen Modellprojekten, ist es ähnlich. Da müsste die Entscheidungsstruktur vielleicht wegbewegt werden vom BfArM. Da liegen ja auch entsprechende Anträge vor, dass zum Beispiel die Bundesländer selbst über kommunale Anträge zur Cannabisabgabe entscheiden. Letztendlich ist nur klar, dass man für alle Beteiligten, die an so einem Prozess da irgendwie die Finger drin haben und da operativ mit dabei sind, dass die vor Strafverfolgung geschützt werden.